Brandlung. Ich war auf der Solocon in Solothurn und wie die Con so war und was dort alles passiert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Oh Gott, Leute. Dein Nisser. Der ist dein Crack. Einzig Mal. Der Schatten. Der hat mich entdeckt. Der hat mich entdeckt. Weg hier. Genau, genau. Hallo. Hey, was auf?
Ja, Leute, das ist mein Zauberstab. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Aber die Frage ist jetzt, gegen wen setze ich ihn jetzt als erstes ein? So ähnlich dann, ne? Also ja, also mein Content unterscheidet sich schon sehr von seinem. Ich mache zum Beispiel Let's Plays, Reactions, Real-Life-Sachen habe ich auch schon was gemacht, filmisch. Kannst du uns mal ganz kurz eine Reaction geben, dass wir ein Gefühl davon bekommen? Wie reagierst du so? Was ihr jetzt gleich sehen werdet, sind Ausschnitte aus dem Cosplay-Contest, der übrigens auch sehr cool war. Es waren wirklich sehr geile Cosplayer dort. Außerdem wurde auch ein kleines Gewinnspiel angekündigt, vom Hutmacher sogar, aus Alice im Wunderland. Den soll man jetzt für ein Jahr aufheben, bis zum nächsten Solocon, und dann soll man anscheinend irgendwas gewinnen können, wenn man gezogen wird. Also werde ich den Thema behalten und mal schauen, ob ich vielleicht nächstes Jahr sogar was gewinnen kann. Hohoho! Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Cosplay-Contest. An Tag 2 habe ich noch einen Livestream gemacht, in dem ich ein bisschen über den Con gegangen bin und ein bisschen alles gezeigt habe und dann ein bisschen mit den Leuten geredet habe. War wirklich sehr geil. Und am Ende bin ich auch noch zu Hans Georg gegangen, den viele von euch wahrscheinlich als deutsche Stimme von Luke Skywalker kennen. Und dann hat er mir noch ein Autogramm in mein Buch gegeben, plus noch eine kleine Notiz in Bezug auf Synchron. Ich habe mir auch noch eine kleine Sprachnachricht geholt, aber die werde ich euch erst nächste Woche zeigen, in einem kleinen Short-Sketch, der am 4. Mai online kommen wird. Und ja, das war die Solocon 2024. Es hat mir wirklich mega gefallen. Hierbei ein riesen Dankeschön an die Solocon, dass ich dort sein durfte. Und wer weiß, vielleicht darf ich auch nächstes Jahr wieder dort sein. Die Solocon ist jetzt schon 2 Wochen her und ich habe, by the way, immer noch den Eisbeuteltee. Denn der ist schon seit über einem Monat abgelaufen und anscheinend soll der noch gut sein. Also meine Eltern meinten, Eistee wird nicht so schnell schlecht, deshalb sollte der noch gut sein, also probiere ich den mal. Okay, das ist auch das erste Mal, dass ich was mit einem Papierstrohhalm mache. Funktioniert das? Jo. Gut, dann nehme ich Unbrüchterchen. Ich glaube, der ist noch gut. Ich weiß halt nicht, wie abgelaufen schmecken würde. Ich weiß mal, solange es nicht irgendwie eklig schmeckt, kann man das noch trinken. Ich gebe Update, falls ich morgen im Bett liege. Ich wäsche mich beim Hutmacher. Dann hat er mich vergiftet. Tschüss. Lass gerne ein Like unter dem Video da. Kommentar wäre auch schön. Und abonnieren nicht vergessen, ne? Prost auf jeden. Sorry, ich meinte ciao, tschüss.